als Frage, wie lange soll das ganze Interview sein? Also soll ich meine Antworten lieber kurz und knapp halten und Sie fragen dann gegebenenfalls nochmal nach oder soll ich ein bisschen länger erzählen? Was ist so Ihr Wunsch? Kurz und knapp wäre ganz gut, weil wir werden jetzt bei dieser ersten Aufnahme ein Mosaik machen. Ich hoffe, dass wir die Zusage von dem Darsteller von Dr. House, der das in der Türkei auch gespielt hat, bekommen. Hat einen Arzt für seltene Erkrankungen gespielt und der wird dann auch durch die Sendung führen, beziehungsweise durch dieses Video. Und da kommen dann immer ganz kurze Fragen und kurze auch Antworten. Deshalb sind kurze Antworten immer ganz gut, wenn wir nochmal füttern müssen, dann kommen nochmal Fragen dazu. Okay. Kurze Antworten sind ganz gut. Dann Was halte ich ich mir. mich kurz und wenn es zu kurz ist, fragen Sie noch mal nach, dann kann ich immer Genau. noch ein bisschen was ausführen. Genau. Und was ich Ihnen noch sagen möchte, ist, wenn wir dieses Video senden, wir möchten es aus Verständnisgründen in Türkisch synchronisieren, sodass Sie plötzlich Türkisch sprechen werden. Aber wir möchten natürlich eine breite Zuhörerschaft und Zuschauerschaft erreichen, weil dieses Thema in der Türkei wirklich noch etwas ist, was eigentlich sehr viel Bedarf hat, wie überall, aber eben halt eben in der eigenen Sprache besser zugänglich sein wird, aus diesen Gründen. Fangen wir doch an. Sie haben die Fragen bekommen. Wir können da mit der ersten Frage anfangen. Wie war Ihr Einstieg in das Thema Cannabinoide in medizinischen Anwendungen im Bereich für klinische Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover mit dem Schwerpunkt Tourette-Syndrome? Wann haben Sie angefangen zu forschen und was waren Ihre Beweggründe? Also ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil Patienten mir das berichtet haben. Ich leite hier seit knapp 30 Jahren eine Spezialambulanz für Menschen mit Tic-Störungen und Tourette-Syndrom. Und zu einer der Standardfragen gehört immer die Frage, was Tics verbessert oder verschlechtert. Und da haben dann auffallend viele mehr Personen berichtet, dass die Benutzung von Cannabis zu einer Symptomverbesserung führt. Und das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich immer wieder mal nachgefragt und dann haben wir das begonnen, systematisch wissenschaftlich zu untersuchen. Okay. In der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Cannabis als hochwirksames Arzneimittel haben Sie sich als Sachverständige zur Aufklärung in der Sachlage der politischen Meinungsbildung beigetragen. Wie lange hat es gedauert, bis sich die Politik in der Bundesrepublik mit dem Thema Legalisierung auseinandergesetzt hat? Das war ein sehr kurzer Prozess, weil die Politik das ja gar nicht selber entschieden hat. Es gab ein Gerichtsurteil vom Bundesverwaltungsgericht und die haben entschieden, dass es eine Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit Cannabis-Medikamenten geben muss, dass es die zu dem Zeitpunkt nicht gab und hat deswegen, das hatte eine lange juristische Vorgeschichte, einem einzelnen Patienten erlaubt, legal zu medizinischen Zwecken zu Hause Cannabis für den Eigenbedarf anzubauen. Und als dieses Gerichtsurteil da war, ist die Politik aufgewacht und hat gesagt, das wollen wir keinesfalls und hat nach einer Alternativlösung gesucht. Und die Alternativlösung war dann das sehr schnell in Kraft getretene Cannabisgesetz 2017. Dem ist also kein langer Überlegungsprozess vorausgegangen, sondern das war eine Reaktion auf dieses Gerichtsurteil. Ja, schade, immer Reaktionen. Also es gibt keine Aktion. Das ist ein sehr typisch deutsches Symptom, so dieser Schneewittchenschlaf. Kommen wir zur dritten Frage. Was waren Ihrer Meinung nach die Beweggründe, was für Schlussfolgerungen sollte die Politik in anderen Ländern, unter anderem in der Türkei, daraus ziehen? Vielleicht konzentrieren wir uns einfach mal auf die Frage, was kann man daraus Resultate für andere Länder, insbesondere die Türkei, daraus ziehen? Vielleicht kann ich noch das hinzufügen. Wir haben jetzt auch noch einen Interviewpartner aus Thailand. Sie wissen, Thailand hat ja im vergangenen Monat eine Legalisierung beider Gruppen, also einmal des Genussmittels und der medizinischen freigegeben. Und Thailand hat ja eigentlich eine Politik, also wenn man an Duterte denkt, ähnlich wie in der Türkei. Es ist ja eine sehr strikte Sanktionierung von diesen Mitteln. Also das, was die FDA zugesagt hat, ist in der Türkei auch durchgekommen.
Das kann man sich verschreiben lassen, wenn der Arzt damit einverstanden ist. Aber ansonsten ist es einfach ein striktes Verbot. Und ähnlich war es ja in der Bundesrepublik lange Zeit auch. Also was für Folgen kann man, also beziehungsweise was für Lehrschlüsse können andere Länder aus diesen Beweggründen in der Bundesrepublik ziehen? Es ist in der Tat so, dass die Legalisierung von medizinischem Cannabis ja in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich sich entwickelt hat und die Beweggründe, warum es legalisiert wurde, auch sehr verschieden waren. Aber ich glaube, alles eint alle Länder. Kein einziges Land hat das als Fehler gesehen. Kein einziges Land hat überlegt, meines Wissens, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen, sondern wir haben alle verstanden und gelernt, dass Cannabis ein hilfreiches, ein wichtiges Medikament ist, das zur Therapie vieler Erkrankungen geeignet ist, das unser Behandlungsspektrum erweitert und zum Teil auch Behandlungsmöglichkeiten eröffnet, wo wir sie bisher nicht hatten. Alle Befürchtungen, die damit verknüpft waren, sind nicht eingetreten. Es ist nicht zu einer Kostenexplosion gekommen. Das Risiko, dass Kinder jetzt vermeintlich Cannabis als harmloses Medikament wie Bonbons nehmen, hat sich nicht bewahrheitet. Und dass Ärzte fahrlässig Cannabis-Medikamente verordnen, ist auch nicht eingetreten. Also wir haben, glaube ich, sämtlichst weltweit gute Erfahrungen gemacht, haben gelernt, dass Cannabis ein wirksames, ein sehr sicheres, nebenwirkungsarmes Medikament ist. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die wir in Länder tragen können, die jetzt sich zu diesem Schritt noch nicht entschieden haben, dass das eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung hervorruft. Okay. Aus dem weiteren Verlauf der Entwicklung bis heute, 2022, kann man anhand der Resonanz zu diesem Thema der medizinischen Nutzung von Cannabis ableiten, dass auf breiter Basis mehr zu diesem Thema passieren sollte. Wie könnte das aus Ihrer Warte das Mehr aussehen? Das ist in der Tat dringend notwendig. Wir nutzen Cannabis als Medikament. Unser Wissensstand ist allerdings nach wie vor noch erschreckend gering. Das heißt, wir haben nur ganz wenige Indikationen, wo wir wirklich von einer robusten Evidenz sprechen, also wo wir sagen können, hier ist bewiesen, dass Cannabis-Medikamente wirksam sind. Das gilt für Spastik bei MS, das gilt für chronische Schmerzen und einige wenige weitere Indikationen. Aber für die Mehrzahl der Indikationen ist die Datenlage schlecht. Und das wäre ein dringendes Bedürfnis, dass wir hier Studien durchführen, die das Wissen verbessern, sodass wir das besser entscheiden können, wann Cannabis-Medikamente wie wirksam sind und idealerweise dann auch noch herausfinden, wie sie im Vergleich zu anderen Medikamenten wirksam sind, dass wir da eine Abstufung vornehmen können. Die zunehmende Anwendung in Deutschland führt jetzt aber auch dazu, dass wir gelassener mit dem Thema umgehen. Und es wird sicherlich auch bald nochmal Veränderungen hinsichtlich der Verordnungsfähigkeit auch in Deutschland geben müssen, weil die doch sehr restriktive Verordnungspraxis, die wir 2017 bekommen haben und die nach wie vor noch besteht, eigentlich nicht mehr angemessen und sachgerecht ist. Nächste Frage. Um dem Hype um CBD in der Gesellschaft die Erdung zu geben, wo sollte Ihres Wissens nach die Grenze zwischen Cannabineinnahme als Nahrungsergänzungsmittel und der medizinischen Anwendung gezogen werden? Ich glaube, hier ist Aufklärungsarbeit notwendig. Hier muss man einfach klarer die Firmen zwingen, wenn sie CBD als Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel anbieten und verkaufen, dass sie das nicht mit Werbebotschaften versehen, die suggerieren und den Endverbraucher glauben machen, dass es sich hier um ein Medikament handelt. Ich glaube, das muss noch klarer geregelt werden. Hier sehe ich eine gewisse Irreführung der Verbraucher. CBD ist ohne jeden Zweifel ein wirksames, ein besonders sicheres Medikament. Aber wie jedes Medikament gehört es eben in die Hand eines Arztes, der die Indikation für eine Behandlung stellt und das dann auch verschreibt. Und hier braucht es Aufklärungsarbeit, dass alles, was ich frei irgendwo kaufen kann, nicht als Arzneimittel gebraucht werden kann. Es geht wahrscheinlich jetzt mit der nächsten Frage so ein bisschen in die gleiche Richtung. Es ist immer dieses Austarieren, wie vernünftig oder wie unvernünftig man mit diesem Mittel umgeht. Also
Ich stelle einfach mal die Frage und wir können dann nachher auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben in der Türkei jahrelang die Kampagne zur Aufklärung im Bereich Antibiotika gehabt, die vor der nicht medizinisch betreuten Einnahme warnte. Wenn wir nun auf Deutschland schauen, was für Vorteile und Gefahren birgt die nun gesetzliche Regelung von der kontrollierten Abgabe von Cannabis als Genussmittel? Welches Beispiel setzt die Bundesrepublik als eines der größten föderal regulierten Märkte weltweit mit der Reintegrierung von Cannabis in der Medizin und als Genussmittel für andere Länder, besonders die Länder, die immer noch sehr strenge Restriktionspositionen beziehen? Ich sehe hier offen gestanden relativ wenig Gefahr, weil ich großes Vertrauen darin habe. Und das ist auch meine eigene klinisch-praktische Erfahrung als Ärztin, dass Patienten und Patientinnen sich primär, wenn sie eine Erkrankung haben und eine Behandlung wünschen, an einen Arzt oder eine Ärztin wenden. Und ich wüsste nicht, warum das im Bereich cannabisbasierte Medizin grundsätzlich anders sein sollte. Ein Beispiel: Ein Patient, der eine Schmerzmedikation mit einem Opioid braucht, der geht auch nicht auf den Schwarzmarkt und hofft, da irgendwas beim Dealer kaufen zu können, sondern der geht zum Arzt und lässt sich dort beraten, welches für ihn die richtige Schmerztherapie ist und lässt sich diese Medikamente dann verschreiben. Und üblicherweise übernimmt dann die Krankenkasse auch die Kosten dafür. Und ich wüsste nicht, warum das im Bereich Cannabismedizin grundsätzlich anders sein sollte. Wir hatten ja eine Phase, wo es eine flächendeckende Selbsttherapie in Deutschland gab. Und ich glaube nicht, dass Patienten und Ärzte wünschen, dass wir dahin wieder zurückkommen. Und insofern ist, glaube ich, der Schritt der Legalisierung gut und richtig. Ich glaube aber nicht, wenn wir es vernünftig machen. Und da wird der Preis, da werden auch andere Faktoren sicherlich mit eine Rolle spielen. Aber wenn wir es vernünftig machen, dann werden Patienten nicht primär in diese Abgabestellen gehen, sondern weiter zu ihren Ärzten und Ärztinnen, wenn denn dort die Verordnung tatsächlich auch erfolgt und wenn dann auch die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe das Problem nicht wirklich. Es setzt aber voraus, dass die Regulierungen vernünftig sind und dass die Patienten dann tatsächlich, wenn sie zum Arzt gehen, auch Zugang zu cannabisbasierten Medikamenten haben. Wenn das sehr restriktiv ist, dann haben Patienten natürlich wenig Optionen und werden nach Alternativen für sich suchen müssen. Wir sind jetzt mit den Fragen durch. Bekta, we are through with the questions. Now we have, I think we have still a little bit time to talk about general things as... Yes, we have still time, maybe 20 more minutes, you can, okay. 15 more minutes, if you want to ask some more questions. Yeah. Maybe some extensions or enhancements to the questions that we had already. Zur Frage 6, ich glaube, also wichtig ist, ich habe mir, bevor wir uns jetzt zusammengesetzt haben, auch mal Beiträge angeguckt, wo Sie in der aktuellen Diskussion, die jetzt noch geführt wird, von der FDP eingetragener Antrag zur Regulierung des Genussmittelgesetzes mit Cannabis, da haben sich auch zu geäußert, sehr vernünftig, auch sehr viele vernünftige Beiträge von den ganzen Wissenschaftlern, die da waren. Denken Sie, dass zu Anfang Leitplanken, um wirklich den Konsum im medizinischen wie auch im Genussmittelbereich reguliert werden sollten, wie das zum Beispiel, wir haben jetzt gleich das Interview mit Mariam Weisberg, die ehemalige Tikkun-Ola-Mitarbeiterin aus Tel Aviv. Da ist es ja so, sie kommen mit einem Rezept und bekommen dann in der Abgabestelle mit dem Rezept ihr Präparat. Ähnlich sollte es ja vielleicht auch beim Genussmittelbereich sein, wie Sie sich das auch vorgestellt hatten. Das ist nicht in der Apotheke, sondern in einer Abgabestelle beziehungsweise in einem sogenannten Cannabis-Shop dann entsprechend gegen Vorlage des Ausweises dann auch entsprechend der Verkauf von Genussmitteln in Form von Cannabis passieren sollte. Da sind natürlich diese wirklich strengen Vorgaben. Also wenn wir jetzt nach Israel schauen, wir hatten mit Dedi Melik gesprochen,
Die haben ganz klare Leitlinien, mit denen die vorgehen. Ist das zu Anfangs, sollte das zu Anfangs so sein, dass wirklich das auch ein wenig ein Lehrstück damit passiert, dass es nicht so passiert wie in Holland, dass die Abgabe legalisiert ist, aber die Versorgung der Abgabestellen eigentlich illegal war? Also, dass da keine Lücken auftauchen, dass dieses... diese Idee, dass Cannabis was Schlechtes ist, endlich mal aus der Welt geräumt wird. Also ich glaube, das Modell, was Holland praktiziert, ist nicht das Optimum. Und ich hoffe, dass wir das in Deutschland besser hinkriegen. Ich finde gut, wenn man die beiden Bereiche komplett voneinander trennt. Deswegen finde ich es auch gut und richtig, Cannabis zu Genusszwecken nicht in der Apotheke abzugeben, sondern da spezielle Abgabestellen einzurichten, wo A-Menschen arbeiten, die sich mit Cannabis als Konsumstoff auskennen und die B auch eine gewisse Expertise im Bereich Suchtmedizin haben, um dann entsprechend beraten zu können. Und umgekehrt gehört Cannabis als Arzneimittel selbstverständlich in die Apotheke, wie jedes andere Arzneimittel auch. Hinsichtlich der medizinischen Versorgung, glaube ich, braucht es eher weniger, denn mehr Regulation. Wir machen uns in Deutschland ja aktuell dafür stark, dass dieser Genehmigungsvorbehalt fällt, dass Ärztinnen und Ärzte wieder diejenigen sind, die über die Indikationsstellung entscheiden und nicht die Krankenkassen oder der medizinische Dienst, die vom Patienten ja viel weiter entfernt sind als wir. Und ich glaube nicht, dass es dann zu einer völlig unvernünftigen Verordnung kommt. Das kennen wir ja auch von anderen Arzneimitteln so nicht. Ich finde, da schwingt immer so ein bisschen der Vorwurf mit, Ärztinnen und Ärzte füllen einfach so Betäubungsmittelrezepte aus, ohne sich irgendeinen Kopf zu machen, völlig verantwortungslos. Solche Ärztinnen kenne ich nicht. Also ich wüsste auch nicht, warum man das mit diesem einen Medikament machen sollte und mit allen anderen nicht. Also hier plädiere ich sehr für eine Entbürokratisierung und eine Vereinfachung, Cannabis so als Medikament zu nehmen, wie es für andere Medikamente auch gilt, weil die Regulierung eher wieder bürokratischen Aufwand mit sich bringt und den Zugang zu dieser Behandlung erschwert. Und das Thema Freizeitkonsum ist davon völlig unabhängig zu sehen. Und so wie eben schon gesagt, wenn man den Preis gut festsetzt, wenn man die Zugangsmöglichkeiten schafft, dann ist das ein Markt, der, glaube ich, dann am Ende des Tages völlig separat und unabhängig davon funktionieren wird. Und ich glaube nicht, dass man in 10 Jahren noch darüber diskutiert, dass sich die Märkte stark vermischen. Natürlich wird es immer ein paar Menschen geben, die mit viel krimineller Energie versuchen zu betrügen. Das gibt es aber in jedem Bereich und daraus kann man keine Normen für alle ableiten. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, die Normung und diese Leitplanken, insbesondere auch zurückgreifend auf die Frage 5, also wenn man jetzt zu Berichten aus den Vereinigten Staaten zurückgreift, wo ja jetzt in vielen Bundesstaaten ja auch der Genussmittelbereich weiter liberalisiert worden ist und dadurch eben halt auch die normalerweise, es war ja in Kalifornien so, die müssten erst zum Arzt gehen, da musste ihnen ein Rezept ausstellen und dann sind sie zur Ausgabestelle gegangen und die meisten sind hingegangen, haben gesagt, ich kann nicht schlafen, ich kann also, es waren teilweise auch vorgeschobene Gründe, um einfach legal an Cannabis als Genussmittel ranzukommen. Und jetzt ist der Markt im Genussmittelbereich ja soweit geöffnet, dass viele, die vorher im medizinischen Bereich sich eingedeckt haben, sich jetzt im Genussmittelbereich eindecken. Das birgt natürlich aber auch wieder Gefahren, dass viele dann einfach denken, dass sie mit dem Genussmittel sich auch heilen können. Was denken Sie dazu? Also wie sollte das festgesetzt werden oder reguliert werden, dass wirklich der Einsatz von Cannabis in jedem Bereich richtig dosiert bzw. richtig gehandhabt wird? Also ich glaube, so wie vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass es ganz viele Menschen gibt, die als beste medizinische Behandlung die Selbsttherapie sehen. Ich stelle bei mir selbst eine Diagnose und entscheide dann, welches die richtige Therapie ist und kaufe mir das irgendwo. Ich glaube, das sind nicht so viele Personen. Und wenn sich in einem Beratungsgespräch, was ja
obligat sein wird in diesen Cannabis-Abgabestellen, das offenbart, dass es hier nicht um Freizeitkonsum, sondern um eine medizinische Behandlung geht, dann bin ich mir sicher, dass derjenige oder diejenige, die die Beratung durchführt, empfiehlt, geh zum Arzt, lass dich untersuchen. Am Ende des Tages kann man keinen Menschen zwingen, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen, auch wenn das gesund ist, vernünftig ist, weil jeder darf über seine Behandlung oder Nichtbehandlung selber entscheiden. Aber ich sehe hier nicht wirklich ein großes Problem. Die Menschen, glaube ich, können das eine vom anderen unterscheiden. Ich warne auch immer ein bisschen davor, Erfahrungen aus ganz anderen Ländern und Kulturkreisen auf Deutschland und in der Türkei ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Situation, eins zu eins zu übertragen, weil ich glaube, Menschen in unterschiedlichen Religionen der Erde sind doch auch unterschiedlich. Und deswegen, das, was in einem Land gut funktioniert, muss nicht eins zu eins in derselben Weise auch im anderen Land funktionieren. Auch die Konsumgewohnheiten sind ja verschieden. Gucken Sie sich mal an, wie viel Alkohol wird auf der Welt getrunken. Das ist regional erheblich unterschiedlich. Und auch welche Drogen eingenommen werden, ist unterschiedlich. Und das wird mit Cannabis auch immer ein bisschen unterschiedlich sein. Und deswegen ist es, glaube ich, gut und richtig, dass jedes Land auch vor seinem eigenen historischen, kulturellen Hintergrund auch vor der Frage, wie ist unser Medizinsystem aufgebaut, sich die Frage stellt, was ist für uns der beste Weg? Natürlich kann man von den Erfahrungen anderer Länder lernen, aber ich würde ein bisschen warnen, dass es, wenn es in einem Land so funktioniert, dass man dann annimmt, in unserem Land wird es auch ganz genau so funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es gibt Adaptionen, also es gibt auch eine sehr lange Kultur des Einsatzes von Cannabis in der Türkei. Es nennt es unter der Überschrift Lokman Hekim, also wirklich das, was bei uns Kneipp war, ist in der Türkei Lokman. Und von daher, ja, es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Einsatzhaltungen zu Cannabis in der Medizin und in der Heilung. Und das wird hier sicherlich auch verfolgt. Allerdings haben wir momentan wirklich eher so einen Stillstand in unserem Land, wo bestimmte Prozesse einfach gar nicht vorangetrieben werden. Ich habe mich heute Morgen mit einer Forscherin von der Istanbul-Universität, der medizinischen Fakultät, die hat dort ihre Doktorarbeit gemacht zu Diabetik und Cannabis-Einsatz und meint, es ist sehr schwierig geworden, momentan überhaupt solche Projekte durchzuführen, überhaupt Forschung durchzuführen. Da können wir wirklich nur hoffen und diese Videos sollen eigentlich auch Motivation sein, am Ball zu bleiben, weil irgendwann ist das Spielfeld wieder frei und dann muss man trainiert sein. Also und das sollte auch Beweggrund und Motivation sein für die, die wirklich nach Heilung suchen und mit der konventionellen Medizin auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Insbesondere, wir werden heute auch noch mit Herrn Grotenhermel darüber sprechen. Und insbesondere in der Türkei ist die Zahl der Krebserkrankungen enorm gestiegen. Der klassische Weg der Chemo- oder Strahlentherapie ist natürlich sehr schmerzhaft und teilweise auch unnötig. Da wird dann mit Kanonen auf Spatzen geschossen und da sollte man doch schon irgendwie ein bisschen zielgerichteter auch die Therapien angehen können und das Wissen sollte bereitstehen, damit, wenn es abgefragt wird, auch da ist und daran arbeiten wir in der Türkei. Ja, soweit. Ja, sicherlich eine gute Strategie, weil das können wir ganz klar sagen und das ist, glaube ich, dann tatsächlich international überall gleich, wenn Ärztinnen und Ärzte sich mit einem Medikament nicht auskennen und da nicht auch Wissen haben, dann setzen sie es auch nicht ein. Und das ist hier in Deutschland auch nach wie vor noch ein Problem, selbst 5 Jahre nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes, dass viele Ärzte und Ärztinnen nicht ausreichend Wissen haben, den Aufwand auch ein bisschen scheuen, der mit der Wissensaneignung verknüpft ist und der Aufwand, der mit der Verschreibung, mit dem Kostenübernahmeantrag bei den Krankenkassen verknüpft ist und deswegen gar nicht an der Versorgung mit Cannabis-Medikamenten teilnehmen. Und das ist eine Aufgabe, vor der wir hier auch in Deutschland stehen, weiter Wissen zu vermitteln. Da sind sicherlich erste wichtige Schritte getan, aber in der breiten Fläche
ist es auch in Deutschland leider noch nicht angekommen, weil die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen sich nicht an der Verordnung mit Cannabis-Medikamenten beteiligt. Ja, es ist wahrscheinlich so eine Entwicklung wie mit Akupunktur oder Homöopathie-Einsatz. Es muss einfach kommen. Also in China hat man die traditionelle und die moderne Medizin. In Israel hat man die Wahl zwischen konventioneller medizinischer Behandlung und einer Cannabis-Behandlung. Ich denke mal, das medizinische Personal überall muss einfach mehr Erfahrung haben. Und ich glaube, dass diese Arbeiten, die wir jetzt tun, dazu beitragen können, dass wirklich mehr und mehr Personen sich damit auseinandersetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine der renommiertesten Universitäten hier in Ankara, gibt es die Hacettepe, die Bilgi-Universität und the Middle East Technical. Und Hacettepe ist eigentlich sehr gut bestückt mit medizinischer Forschung. Und ich habe mich mit den Leuten von den seltenen Abteilungen seltene Krankheiten unterhalten. Und da hatte niemand Erfahrung gemacht, obwohl einige Ärzte damit schon tätig waren und mit Cannabis eingesetzt haben und auch einige Doktorarbeiten geschrieben worden sind, ist es natürlich immer noch etwas, was einfach noch viel mehr ins Licht gebracht werden muss, um Personen, die medizinisch aktiv sind, da auch mehr Erfahrungen zugänglich zu machen und dann entsprechend das auch einzusetzen. Es sollte nicht nur an der FDA liegen, dass wenn die FDA etwas gut heißt, dass es dann auch zum Einsatz kommt. Dazu gibt es viel zu viele medizinische Möglichkeiten, dass es einer amerikanischen Gesundheits- und Medizinagentur überlassen sein sollte, was jetzt auf dem Markt darf und was nicht und was irgendwie verschrieben werden sollte und nicht. Also, es muss auf breiter Mehrheit mehr passieren. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das ist auch noch einer der, ich hätte jetzt fast gesagt, Baustellen, die wir hier in Deutschland haben, denn das Thema Cannabismedizin kommt eben Studium sowohl der Pharmazeuten als auch der Mediziner kaum vor. Kaum bis gar nicht. Und wenn man das im Studium nicht lernt, dann ja, vermittelt das dann den Eindruck, naja, das ist dann wohl nicht so wichtig, weil alles Wichtige lerne ich ja wohl im Medizinstudium. Und dafür müssen wir uns stark machen, dass in das Medizinstudium Cannabis als Medizin mitverankert wird und die jungen Ärztinnen und Ärzte das von Beginn an kennen, wenn sie in den Beruf starten und das als Behandlungsalternative verstehen und sehen und nicht erst dann nach 10, 20 Jahren in der praktischen Tätigkeit feststellen, ja, da gibt es ja vielleicht noch was anderes. Das ist sicherlich einer der nächsten Schritte, die wir hier auch in Deutschland voranbringen müssen. Ja, es ist so ein bisschen wie das Menschenverstehen. Also jeder Studiengang sollte einen Bereich Psychologie haben, einfach so den Gegenüber besser sich einzubinden und zu verstehen. Und natürlich in der Medizin ist es dann sicherlich auch sollte es ein Standard sein, dass man sich zu Medizin, Cannabis in der Medizin dann halt auch nochmal auseinandersetzen sollte. Ja. Hier in Deutschland gibt es gerade Initiativen, so eine Art Cannabis-Professur einzurichten. In der Schweiz gab es auch schon mal solch eine Initiative. Das ist sicherlich ein guter Weg, mit dem man auch deutlich macht, ja, das ist auch ein seriöses Thema, das gehört auch in die akademische Medizin. Das ist ein Medikament wie jedes andere. Und deswegen hat es auch seinen Platz in der Ausbildung unserer Studierenden. Also da gibt es sicherlich gute und viele Wege. Aber auch da sind wir hier leider noch nicht am Ende. Ja, ich glaube, da sollte ein bisschen mehr gefördert werden. Dieses Projekt wird jetzt zum Beispiel von zivilem Denken, das ist ein Projekt der Europäischen Union, unterstützt. Ich glaube, die Förderung und der Träger sollte die öffentliche Hand sein und nicht die Privatinvestoren, weil Privatinvestoren, die haben immer ganz andere Ziele. Und das ist halt auch so ein doppelschneidiges Schwert, wenn dann irgendwie Produktvermarktung und Wissensvermittlung in einem Boot stecken, dann kommt man irgendwie doch auf eine Odyssee, die nicht ans Richtige. Bin ich ganz bei Ihnen. Nur wenn die öffentliche Hand es nicht fördert und man trotzdem vorankommen will, dann würde ich momentan sagen, wenn man verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht, dann kann es durchaus durch Kooperation zwischen Industrie einerseits und Universitäten andererseits sinnvolle und unbeeinflusste Forschung und Fortbildung geben.
selber halte ja auch Fortbildungen, die auch durchaus von Pharmafirmen gesponsert sind und denke nicht automatisch, dass dann die Fortbildung selber inhaltlich durch die Firmen beeinflusst sind. Also ich glaube, da kann man schon auch zu sinnvollen Konstrukten kommen. Letztlich auch unsere großen Tagungen, auch die Tagung der IACM, die ja jetzt im Oktober in Basel in der Schweiz stattfinden wird, ist natürlich von Pharmafirmen mitgesponsert, weil wir sonst die Kosten gar nicht tragen könnten. Und ich denke, wenn man da transparent und verantwortungsbewusst mit dem Thema umgeht, kann es durchaus sinnvolle Kooperationen geben. Aber am Ende des Tages, wenn man Alternativen hat, ist es immer der noch bessere Weg. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Ich denke mal, wenn man sich anguckt, was mit GW Pharmatics oder jetzt ist es ja Jazz Pharmatics passiert ist, dass ein kleiner forschender Konzern praktisch den großen Pharma-Riesen irgendwie eine Rezeptur unter Lizenz gibt, sieht man ja auch die Veränderungen im Arzneimittelmarkt. Und ich hoffe mal zum Guten, dass sich das alles zum Guten entwickelt. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Die Zeit läuft ab. Vielen Dank gerne. Für das schöne Gespräch, sehr informativ. Und ich hoffe, Sie haben auch die Möglichkeit, sich die anderen Teilnehmer anzugucken. Wir gucken, dass wir das auch nochmal so hinsetzen, dass das alles in Englisch oder englischen Untertiteln ist, bevor wir es versenden, dass Sie einen Gesamtüberblick auch über das bekommen können, das dann nicht türkisch ist. Und es sind sehr interessante Beiträge bei. Und ja, nochmals vielen Dank. Ja, schicken Sie mir das gerne. Ich bin sehr neugierig, wie ich in türkischer Sprache wirke. Okay. Dankeschön, viel Erfolg. Yes, thank you. Thank you, thank you. Yes, you're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Super. Evet, güzel. Güzel oldu. Durdurayım kaydı.